Kurz nachdem der Bär erledigt war, näherte sich ein wundersamer Mann dem Lager. Er war klein, hager und bucklig und fast wie ein Indianer gekleidet. Das graue Haar hing ihm fast bis auf die Schulter. Nehmt eure Gewehre ruhig wieder herunter. Ich komme in friedlicher Absicht. Also, ihr habt den Bären erledigt. Wir verfolgen ihn schon seit Tagen. Ihr redet in der Mehrzahl. Seid ihr nicht allein? Nein, es sind noch zwei Gentlemen bei mir. Wer? Das werdet ihr sofort erfahren, wenn ihr mir sagt, wer ihr seid und was ihr hier tut. Wir sind Landvermesser, Sir. Ein Oberingenieur, 4 Feldvermesser und 3 Scouts. Und diese 12 Gentlemen. Ah, ihr seid also Landvermesser. Und was vermesst ihr? Eine Bahn. Die hier vorübergehen soll? Ja. So habt ihr dieses Gebiet gekauft? Ich habe Auftrag, das Land zu vermessen. Mehr weiß ich nicht. Ich sollte euch da etwas aufklären. Der Boden, auf dem ihr euch befindet, gehört den Indianern, den Apachen vom Stamme der Mescaleros. Sie haben euch dieses Land weder verkauft, noch in sonst einer Weise abgetreten. Was geht euch das an? Schert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Das tue ich ja, Sir. Ich gehöre zu den Apachen. Ihr? Das sieht doch ein Blinder, dass ihr ein Weißer seid. Ihr irrt dennoch. Ihr dürft euch nicht nach meiner Haut, sondern nach meinem Namen richten. Ich heiße Kleki Petra, was so viel wie Weißer Vater heißt. Ah, Kleki Petra, der berühmte weiße Schulmeister der Apachen. Schade, dass ihr bucklig seid. Es wird nicht schwer für die roten Bengel sein, über euch zu lachen. Oh, das schadet nicht, Sir. Ich bin es gewohnt, verlacht zu werden. Von Bengels, wie ihr sagtet. Vernünftige Leute tun das aber nicht. Aber da ich nun weiß, wer ihr seid, werde ich euch meine beiden Begleiter vorstellen. Kiwi-ho! Das ist Inchuchuna, der große Häuptling der Mescaleros Apachen. Und das ist Winnetou, sein Sohn, der trotz seiner Jugend schon so viel kühne Taten vollbracht hat, wie 5 alte Krieger in ihrem ganzen Leben. Der? Dieser junge Kerl? Was hat der denn begangen? Außer Diebereien, Räubereien. Man kennt das ja, diese Rothäute stehlen und rauben und morden und sonst nichts. Darauf antworte ich nicht. Übrigens, ich sehe, dass dieser Bär nicht an Kugeln, sondern an einem Messerstich gestorben ist. Wer war es, der diesen Bär mit einem Messer erlegte? Ich war es. Greenhorn. Ich habe Schüsse gehört und Angstschreie. War das hier? Ja. Warum habt ihr nicht geschossen? Das Gewehr zersplitterte bei einem Schlag über den Kopf. Die Revolverkugeln schienen ihm nichts anzuhaben. Also ließ ich ihn rankommen und erstach ihn. Ihr habt sehr mutig gehandelt. Weshalb nennt man euch Greenhorn? Weil ich zum ersten Mal und erst kurze Zeit hier im Westen bin. Die Bleichgesichter sind sonderbare Menschen. Weil jemand jung ist, sich aber tapfer mit dem Messer einem Bären stellt, wird Greenhorn beschimpft. Und all die anderen, die auf die Bäume kletterten, sind erfahrene Westmänner. Winnetou kann das nicht verstehen. Mein Sohn Winnetou hat richtig gesprochen. Das junge Bleichgesicht ist kein Greenhorn mehr. Ich würde ihn seines Mutes wegen Shatterhand nennen. Nun, ich sah Messstäbe. Wollen die Bleichgesichter etwa dieses Land vermessen? Ja, ja. Wozu? Um einen Weg für das Feuer rauszubauen. Shatterhand, du gehörst zu diesen Leuten? Ja. Und du wirst dafür bezahlt? Ja. Kleki Petra, deine Lehren klingen sehr schön, aber sie treffen oft nicht zu. Da trifft man einmal ein tapferes Bleichgesicht und kaum, dass man fragt, wozu es hierher gekommen ist, hört man, dass es nur geschehen sei, um uns unser Land zu stehlen. Die Gesichter der Weißen mögen gut sein oder böse. Im Innern ist doch einer wie der andere. Wer ist euer Führer? Ich. Mein Name ist Bancroft. Was ist euer Wunsch? Es ist kein Wunsch. Es ist ein Befehl, den Inchuchuna vorzubringen hat. Wir nehmen keine Befehle entgegen und schon gar nicht von einer Rothaut. Mein weißer Bruder mag uns ein paar Fragen beantworten und die Wahrheit sagen. Hat er ein Haus, dort, wo er wohnt?
Und ein Stück Land dabei? Ja, natürlich. Wenn nun euer Nachbar einen Weg über dieses Grundstück bauen wollte, würdet ihr das dulden? Nein, natürlich nicht. Die Länder im Osten gehören den Bleichgesichtern. Was würdet ihr sagen, wenn Indianer kämen, um dort eiserne Pfade zu bauen? Man würde sie verjagen. Ihr sagtet die Wahrheit. Nun mag er gerecht urteilen. Die Bleichgesichter kommen in unser Land, sie fangen unsere Mustangs, sie töten unsere Büffel, sie suchen bei uns Gold. Jetzt wollt ihr lange Wege für euer Feuerross bauen. Es werden mehr und mehr Bleichgesichter kommen und uns das wenige, was wir noch haben, wegnehmen. Was werden wir dazu sagen? Ihr sagt ja nichts. Haben wir etwa weniger Recht als ihr? Ihr nennt euch Christen und sprecht immerfort nur von Liebe. Aber ihr wollt uns bestehlen und berauben. Einmal gehörte dieses ganze Land den roten Männern. Man hat es uns genommen. Und was haben wir dafür bekommen? Elend. Nichts als Elend. Eure Gesetze haben zwei Gesichter. Immer, wie es euch zum Vorteil ist. Mein Sohn Winnetou hat richtig gesprochen. Aber nun zu euch. Ihr wollt einen Weg hier bauen. Habt ihr um Erlaubnis gefragt? Das haben wir nicht nötig. Noch einmal. Hört genau zu. Dieses Land ist unser Land. Wir haben es keinem verkauft, keinem geschenkt. Ich verbiete euch, hier weiter zu vermessen. Geht ihr nicht, so wird das Kriegsbeil ausgegraben. Ich, Inchu-Chuna, Häuptling der Apachen, habe gesprochen. Hau! Nach diesen Worten entfernten sich der Häuptling und sein Sohn Winnetou. Nur Klicky Petra blieb zurück. Bancroft war fest entschlossen, weiterzumachen und dachte gar nicht daran, auf den Häuptling der Apachen zu hören, und er tat seine Meinung auch laut kund. Dann kamen Inchu-Chuna und Winnetou zurück und der Häuptling fragte: Nun, haben sich meine weißen Brüder überlegt, ob sie hier bleiben oder ob sie fortgehen wollen? Wenn wir auch fortgehen wollten, wir müssten doch hier bleiben, da wir einem Befehl gehorchen müssen. Ich werde heute noch einen Boten nach Santa Fe schicken. Wenn er zurück ist, werde ich dir antworten. So lange wartet Inchu-Chuna nicht. Meine weißen Brüder müssen sofort sagen, was sie tun wollen. Rettler hatte sich inzwischen mit Whisky vollgepumpt. Er kam, die Flasche in der Hand, auf Winnetou zu. Wenn die Indsmen mit mir trinken, gehen wir sofort. Der Junge mag anfangen. Hier, hast du. Feuerwasser. Da. Trink, Winnetou. Nein. Was? Du lehnst mir diesen Drink ab? Hier hast du das Feuerwasser ins Gesicht. Verfluchte Rothaut. Und ein Feigling ist er noch dazu. Inchu-Chuna fragt noch einmal. Werden die Bleichgesichter noch heute das Tal verlassen? Nein, wir bleiben. Dann werden wir es verlassen. Aber es wird kein Friede sein zwischen uns. Immer weg mit euch, ihr roten Hunde. Immer weg mit euch und kommt nicht so schnell wieder. Weg, Winnetou. Werft euch. Nimm seinen Kopf in deinen Schoß, Winnetou. Wenn er die Augen noch einmal aufschlägt und er dich erblickt, wird sein Tod leichter sein. Winnetou. Mein Sohn. Winhorn. Komm her. Bleib bei ihm. Führe mein Werk fort. Versöhne diese Völker hier. Untereinander. Versprich es mir. Ja, ich verspreche es. Ich tue es, ja. Ich werde es tun. Klicky Petra war tot. Old Shatterhand wusste nun, dass er mit diesen Leuten nichts zu tun hatte. Er wollte sich von ihnen trennen. Er erhob sich und trat vor Inchu-Chuna. Ich will euer Freund sein, euer Bruder. Ich gehe mit euch. Räudiger Hund! Ländedieb für Geld! Wage es, uns zu folgen! Inchu-Chuna wird dich zermalmen wie eine Fliege. Ha! Ich habe gesprochen.